Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und ich möchte euch heute mal den Windows-Rechner vorstellen. Auch bekannt unter Taschenrechner oder auf manchen Systemen als Calculator. Ich habe mir den Rechner hier schon mal in meine Taskleiste oder in mein Startmenü rein verknüpft. Bei manchen ist das schon irgendwo hier in einem als kleines Symbol enthalten. Wenn nicht, findet man den einfach hier unterhalb von R in der App-Liste oder man kann ihn ganz einfach über Cortana suchen, das heißt, man gibt hier einfach Rechner ein oder wenn man ein anderssprachiges System hat, also zum Beispiel in englischer Sprache, dann gibt man einfach Kalkulator ein, findet man in allen Sprachversionen unter diesem Namen. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, bitte abonniert meinen Channel irgendwo, entweder Sie klicken auf das Logo von unserem Video oder auf unserem Video links rechts unten oder irgendwo rundum, je nachdem auf welchem Gerät Sie sind, ist irgendwo ein Knopf zum Abonnieren des Channels. Wir beginnen jetzt einfach mal. Ich starte den Rechner, Kalkulator, Taschenrechner, wie man es nennen möchte. Nach dem Start sieht man den in der Regel so. Es kann bei manchen sein, dass es auch so aussieht. Dann empfehle ich einfach, den ein bisschen größer zu ziehen, dass man diese Ansicht hat. Ist einfach praktischer. Wir sehen, hier oben steht jetzt Standard. Mit dieser Taste kann man in die anderen Modi wechseln. Das erkläre ich dann in einem späteren Schritt. Jetzt würde ich erst nochmal auf diese Standardansicht eingehen. Das heißt, diese Standardfunktionalitäten plus, minus, geteilt und mal sollte jeder kennen. Diese Taste für die Umkehrung auf positiv oder negativ Zahl, das heißt 2, sollte auch jeder kennen. Und dann gehe ich nochmal hier auf dieses CEC zurück und halt diese Funktionstasten ein, beziehungsweise auch auf diese Speichertasten. So, C und CE-Taste. C löscht im Prinzip die komplette aktuelle Berechnung. Das heißt, wenn ich jetzt 2 plus 6 eingebe, dann auf C drücke, wird im Prinzip alles, was gerade aktuell ist, gelöscht. Hat man gesehen, oben alles weg. Und die CE-Taste, die muss ich jetzt ein bisschen genauer erklären, die verhält sich nicht unbedingt logisch, sag ich mal. Ich lösche jetzt mal den Verlauf, habe gerade ein bisschen zwischendurch experimentiert, während ich mal das Video ausgemacht habe. Und zwar beginnen wir jetzt erstmal. Wenn wir jetzt eine einfache Berechnung rechnen, das heißt 2 plus 3 und haben jetzt noch nicht sozusagen das Ergebnis ausrechnen lassen, drücken jetzt die CE-Taste, dann wird im Prinzip diese Eingabe entfernt. Das heißt, jetzt könnten wir jetzt 5 draus machen und dann rechnen wir das aus. Wir sehen jetzt 2 plus 5. Wenn wir jetzt nichts anklicken und jetzt die CE-Taste drücken und wir geben jetzt 6 ein, dann sehen wir, dass er nicht die letzte Zahl gelöscht hat, sondern die Zahl vor der 5. Das verhält sich auch so bei größeren Berechnungen. Das heißt, wir machen jetzt mal 1 plus 2 plus, Quatsch, plus 3. Drücken Enter, haben wir 6. Und wenn wir jetzt die CE-Taste drücken, dann bleibt die 3 stehen und vor die 3 wird 1 und die 1 und die 2 wird entfernt sozusagen und es wird die neue Zahl hinzugefügt. Ich drücke jetzt mal einfach auf die 9 und auf Enter oder auf ist gleich und wir sehen, die 1 und die 2 wurde entfernt. Haben wir jetzt 9 plus 3. Wenn man jetzt eine Berechnung aus dem Speicher benutzt, das heißt, ich klicke jetzt diese Berechnung an, sehen wir, dann zählt wieder, dass die letzte Zahl gelöscht wird. Das heißt, ich drücke jetzt auf CE und mache jetzt eine 6 draus, dann hat er im Prinzip die letzte Zahl entfernt. Ich denke, das war soweit verständlich. Ich lösche jetzt mal alles. Das heißt, den Verlauf können wir jetzt hier unten löschen.
Und wir nehmen uns als nächste die Memory-Funktionen vor. Wir befüllen den Speicher jetzt einfach mal. Das heißt, wir machen jetzt mal eine kleine Berechnung. Das heißt, 2 plus 3. Wenn ich jetzt hier auf das MS drücken würde, würde die 3 in den Speicher genommen werden. Das heißt, das können wir gleich mal testen. Ich drücke hier auf MS und wir sehen, dass die 3 also nicht das Ergebnis. Das heißt, erst wenn wir hier auf Ist gleich drücken, ich mache den Speicher mal leer, und auf MS drücken, wird das Ergebnis gespeichert. Das heißt, immer die Zahl, die ja unten in diesem Ergebnisteil steht, die wird in den Arbeitsspeicher übernommen. Wir haben ja manchmal dann auch das Bedürfnis, mehrere Zahlen zu speichern. Das heißt, ich mache jetzt mal 4 plus 3. Also man könnte jetzt einfach die 4 tippen und nehmen. Ich will das halt nur immer mit einer Berechnung unterlegen. Und wir speichern das mal. Da sehen wir jetzt einfach, dass oben immer die letzte gespeicherte Zahl steht. Ich lösche das nochmal und nehme die 7 nochmal in den Speicher. Dann gehen wir hier mal auf die anderen Tasten ein. Also das heißt, das MS ist immer zum Hinzufügen in den Arbeitsspeicher. MC löscht den gesamten Speicher. MR ruft den gespeicherten Wert ab. Das heißt, in dem Fall, dass wir jetzt hier 2 plus 3 gerechnet haben und wir haben zwei Werte drin, dann ruft MR den letzten gespeicherten Wert ab. Das heißt, der Wert, der oben steht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die 7 abrufen möchten, müssen wir hier rüber gehen und den Wert anklicken. Wenn wir jetzt nur einen einzelnen Wert in der Liste, das heißt, ich nehme jetzt nochmal die neuen dazu, wenn wir jetzt einen einzelnen Wert in dieser Liste löschen wollen, also das heißt, hier mit dieser Taste war ja der gesamte Speicher gelöscht, dann müssten wir hier rüber gehen und dann sehen wir hier auch drei Knöpfe, die entsprechen halt MC, M+ und M-. Und nur, dass in diesem Fall, wenn wir hier auf das MC drücken, jetzt nur der eine Wert gelöscht wird. Das heißt, ich drücke jetzt mal drauf, wir sehen, die 8 wurde entfernt. Wenn ich jetzt auf MC drücke, ist alles entfernt. Ich befülle das jetzt nochmal wieder mit drei Zahlen. So. Jetzt gehen wir mal auf M+ und M- ein. Das heißt, wir nehmen jetzt mal, ich mache jetzt mal das nochmal leer hier. Wir rechnen jetzt einfach mal 2 und drücken jetzt auf das M+. In diesem Fall wird die letzte Zahl, das heißt die 3, genommen, wird addiert und das Ergebnis wird ersetzt im Prinzip die 3. So, wir haben gesehen, das hat sich in 5 geändert. Das heißt, hier hat sich jetzt nichts geändert. Der hat diesen Wert genommen und hat im Speicher den Wert addiert. Bei M- ist das gleich. Das heißt, es wird jetzt, wenn wir diese Taste nutzen, die 5 genommen, die Minus abgezogen, also die 2 abgezogen und der daraus resultierende Wert wird wieder in den Arbeitsspeicher gelegt. Das heißt, ich drücke jetzt einfach hier auf M-. Wir sehen, der hat jetzt die 2 abgezogen. Wenn wir das gleiche jetzt für andere gespeicherte Werte nutzen wollen, dann müssen wir hier rüber in die Liste gehen und dann können wir hier sozusagen M+ und M- nutzen. Das heißt, jetzt müsste das 2 plus 9 rechnen und es müsste 11 rauskommen. Oder jetzt müsste es 11 minus 2 rechnen. Dann kommt wieder die 9 raus. Ich denke, das war jetzt erstmal soweit verständlich. Dann gehen wir jetzt mal auf die anderen Funktionen. Beginnen wir mit der Prozentrechnung oder mit der Prozenttaste. Wenn wir jetzt eine Zahl einfach eingeben und wir drücken jetzt zum Beispiel die 5 und drücken hier auf die Prozenttaste, dann sehen wir, dass hier 0 rauskommt. Ist auch völlig logisch, weil 5% von 0 ist nichts. Wenn wir die Prozenttaste nutzen, wird das immer auf die letzte Eingabe bezogen. Das heißt, die Zahl, die man als allerletztes hier unten eingegeben hat. Das heißt, wir machen jetzt mal 1 plus
2 und drücken jetzt auf die Prozenttaste. Das heißt, wir beziehen uns auf die 2. Das sollen jetzt 2% werden. Drücken jetzt drauf und dann sehen wir, da werden die 2% von 1 bereits ausgerechnet. So, wir wollen das aber jetzt addieren. Deshalb ist es ganz wichtig, nicht zu vergessen, hier auf das Ist gleich zu drücken. Ist mir auch schon öfters passiert, dass ich das dann vergessen habe und ich habe versucht, mit dieser Zahl weiterzurechnen. Da kommt dann natürlich Schwachsinn raus, weil hier oben diese 0,02 ersetzt werden. Das heißt, wir drücken jetzt hier auf Ist gleich. Immer darauf achten, dass die Berechnung dann auch hier im Verlauf zu sehen ist. Dann ist es das richtige Ergebnis. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel 5 nehmen und rechnen jetzt zum Beispiel, wollen von der 5 5% oder wollen der 5 5% hinzurechnen, dann können wir hier auf Plus drücken und nutzen die Prozenttaste. Dann bezieht sich das auch auf die 5. Das heißt, ich mache jetzt hier Prozent und wir sehen, der hat von den 5%, also von der 5% ausgerechnet, das sind 0,25. So, jetzt wieder nicht vergessen, das ist bei größeren Berechnungen und in der Hektik passiert das ganz oft, Ist gleich zu drücken und das ist dann dieses Ergebnis. Das funktioniert mit dem Mal und mit dem Minus und mit dem Plus und mit dem Geteilt, alles genauso. Muss ich nicht näher ausführen. Wir können es ja nochmal zeigen, dass wir sagen, 2 plus 2%. Ach Quatsch, wir wollten ja mit mal das machen. 2 mal 2% ist gleich 0,04. Also hat genauso funktioniert. So. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Das heißt, das ist die Funktionalität, die funktioniert genauso auf die Wurzel oder das x hoch 2 oder das x 1 durch x. So, ich zeige noch mal ganz kurz eine Berechnung. Das heißt, wir rechnen jetzt zum Beispiel die Wurzel aus 9. Das ist immer so eine schöne Zahl für die Wurzel. Rechnen durch und wir sehen, wird so dargestellt, Wurzel aus 9 ist 3. Das heißt, wenn wir jetzt eine Berechnung machen, also ich würde das dann immer so, dann hat man das Ergebnis. Das ist jetzt Quatsch, jetzt hat er das, die Prozentzahl. Also es ist immer wichtig, hier alles zu löschen. Wurzel aus 9 und dann bitte immer auf das Ist gleich drücken. Ich hatte noch eine vorhergehende Berechnung drin. So, wenn wir jetzt eine Berechnung machen, zum Beispiel 3 plus Quatsch. Wir nehmen mal die 9, die 9 plus Wurzel aus 9 ist ja 3, ist gleich und wir sehen, der hat die 3 hinzugerechnet. Also funktioniert genauso wie bei der Prozentrechnung. 9 löschen, 2 plus 9 Wurzel. Rechnet korrekt. So, das gleiche ist mit dem x hoch 2, das heißt 2 plus 3 hoch 2, also die 3 wird sozusagen jetzt hoch 2 gerechnet, ist ja 9 dann wieder. Und wir haben das richtige Ergebnis. Und 1 durch, also diese Bruchrechnung, das ist das gleiche, das heißt 5 plus 2, also das heißt, wenn wir jetzt auf die Taste drücken, wird 1 durch 2, also 1,5 gerechnet. 0,5 und funktioniert. 2 plus, also das heißt, 1 durch 2, 0,5, müsste da stehen, ja, rechnet genauso. Ich denke, war auch verständlich. Und dann schauen wir uns mal die anderen Modi des Rechners an.
Die anderen Modi, hatte ich ja schon erwähnt, schalten wir mit dieser Taste um, also in die anderen Modi. Und wenn wir jetzt mal hier drauf drücken, dann sehen wir hier ein Menü. Und wir sehen hier, es steht hier zum Beispiel der Modus wissenschaftlich, Programmierer, Datumsberechner. Und wir haben hier unten noch eine ganze Menge Konverter. Zeige ich dann auch nochmal. Da kann man ganz, ganz viel machen. Das, denke ich mal, sind so die praktischsten Sachen, die man im Otto-Normalleben braucht. Der wissenschaftliche Modus, auf den will ich jetzt nicht wirklich näher eingehen, weil mit Sinus, Cosinus und Tangens und Bogenmaß und solchen Geschichten rechnen in der Praxis so ziemlich die wenigsten. Und die, die damit umgehen müssen, die werden das schon alles kennen. Das, was sehr, sehr interessant ist, ist dieser Programmierer-Modus. Das ist halt dafür da, dass man zum Beispiel Zahlen umrechnen kann, vorwiegend. Also ich will jetzt nicht auf diese Funktionen hier eingehen, sondern mir geht es eigentlich mehr darum, wenn ich jetzt eine dezimale Zahl eingebe. Wir haben ja zum Beispiel in der Webprogrammierung, bei der Farbgebung oder bei anderen Sachen immer wieder kommen uns zum Beispiel hexdezimale Zahlen unter. Das heißt, ich gebe jetzt mal eine sagen wir 255 ein und wir sehen, dass wir hier oben ein FF bekommen und bei der Programmierung, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Webseite gestaltet, dann sieht man ja immer diese Angaben für Farben, Raute und dann sechs Zeichen dahinter. Das heißt, die Zeichen, die gehen von 0 bis FF, also bis F. Und 2 mal F ist im Prinzip die Zahl 255, was die höchste Zahl bei der RGB-Angabe ist. Gleichzeitig sehen wir hier oktale Zahlen. Das kommt, sage ich mal, zumindest in meinem Umfeld auch relativ selten vor, ist aber auch in der Programmierung ganz oft wichtig. Und was man häufiger zu tun hat, ist halt 0 und 1, das ist halt die Bit-Darstellung oder binär nennt man das halt. Da sehen wir halt, dass wir hier jetzt einen 8-Bit-Zahlenwert bekommen haben. Wenn ich jetzt die Zahl nochmal ein bisschen vergrößere, dann sehen wir, dann steigt das halt nach oben. Jetzt haben wir einen 16-Bit-Zahlenwert und wir sehen hier, haben sich die hexdezimalen Werte vergrößert. Das heißt, wir haben jetzt 4 Stellen und Oktal hat sich auch verändert. Wir können jetzt auch mal den nochmal hier diesen Modus ändern. Das heißt, wir haben jetzt ein 16-Bit-Binärwert hier. Dann sehen wir, dann ist das hier unten dargestellt. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf diese 0 klicke, dann hat sich die Zahl hier oben automatisch vergrößert. Wenn ich das jetzt zurück mache, das heißt, man kann einfach mit einem Klick auf diese Nullen den Binärwert sozusagen vergrößern. Das heißt, ich mache jetzt mal ganz groß, dann weiß ich nicht, was das für eine Zahl sein soll. Unglaublich groß zumindest. Wird in nächster Zeit häufiger mal vielleicht benötigt, wenn man IPv6-Geschichten berechnen muss, sage ich mal, ist relativ unübersichtlich auch für mich. Und man kann aber jetzt zum Beispiel auch noch den Modus hier umschalten. Dann hat man sowieso bloß eine 16-Bit-Ansicht zum Beispiel. Also ich habe jetzt mal draufgeklickt, dann gibt es diese oberen Varianten nicht. Das heißt, es ist auf 16-Bit, nee, 32-Bit eingegrenzt. Das war jetzt eine Falschaussage von mir. Oder auf 16-Bit halt oder auf 8-Bit halt. So, Qwert hat es jetzt alles auf Dings. Hier sehen wir auch, der Speicher ist wieder da dabei. Und jetzt wollen wir mal auf die Zahlen wieder zurück ändern. Ich will jetzt, wie gesagt, auf diese Funktionen will ich jetzt nicht näher eingehen. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ich kann aber jetzt zum Beispiel hier oben mal auf Hexdezimal stellen. Und dann haben wir gerade gesehen, dass es hier sozusagen die Zahlen, also die Buchstaben dazugekommen sind, die im Hexdezimalen. Das heißt, ich könnte jetzt eine hexdezimale Zahl eingeben. Zum Beispiel für die Farbe Rot in
der da, also wenn man jetzt sozusagen CSS programmiert, da hat man hier dann den dezimalen Farbwert dazu oder halt den binären Wert dazu. Oder ich stelle auf binär um, dann kann ich halt nur 0 und 1 eingeben. Das heißt, ich gebe jetzt 0, 0, 0, 1 ein, ist 1 oder 1, Quatsch, ich will das mal löschen hier, 1, 0, 0, 0. Dann haben wir die Zahl 8, weil wir bei 8-Bit halt sind. Deshalb, genau, wenn wir jetzt das nochmal vergrößern, das heißt, ich gebe jetzt nochmal 0 dazu. Das war jetzt, doch, das stimmt. Da sind wir bei 128. Das sind dann so diese Werte, die man noch von früher von ASCII kennt, 128 Zeichen. Oder wo es dann erweitert wurde, hatte man dann noch eine Zahl hinzugefügt, hatte man dann 256. So, mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen, soll sich dann jeder selber damit beschäftigen, aber allein diese Umrechnungsgeschichten, die sind schon manchmal praktisch. Also hier XOR, OR, NOT, AND, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, um das zu erklären. Gerade dann in dem wissenschaftlichen Modus, da ist man wahrscheinlich eine halbe Stunde beschäftigt, das alle Funktionen einzeln durchzugehen. So, wir löschen mal hier den Verlauf, dann gehen wir einfach mal weiter in die Datumsberechnung. Da sehen wir schon, ist hier oben so eingezeigt, zum Beispiel Differenz von Datumsangaben. Das heißt, ich habe jetzt den 6. April und ich möchte jetzt zum Beispiel einen Monat weiter, gehe auf den 6. Mai und dann zeigt er hier an, halt, die Differenz ist ein Monat und 30 Tage. Das heißt, wenn wir jetzt einen anderen Monat hätten, zum Beispiel, wir gehen nochmal einen weiter, dann sind es nicht ganz 30 Tage, weil ja die Monate differieren, das heißt zwischen 28 und 31 Tagen. Also das rechnet der auch richtig aus. Das heißt, wenn man hier das Datum eingibt von bis, rechnet der die ordentliche Differenz aus. Dann gibt es noch einen zweiten Modus, zum Beispiel Tage addieren und subtrahieren. Das heißt, ich mache jetzt mal den 1. April und jetzt will ich ausrechnen, wenn zum Beispiel irgendwelche Fristen sind oder irgendwas, wie viel oder auf welchen Datum kommen wir. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel 5 Jahre Zinsen zu zahlen, dann drücken wir hier auf die 5 und dann sehen wir, am 1. April 2024 wären wir fertig, so, oder 5 Jahre und 5 Monate, dann wäre es der 1. September und man kann halt hier noch 4 Tage hinzufügen und dann sind wir im 5. September. Das gleiche funktioniert mit Subtrahieren, da wird halt abgezogen. Das heißt, heute ist der 1. April zum Beispiel, also es ist ja der 6. heute bei mir. Und wir, ich mache das jetzt mal auf 0. Und wir haben jetzt 3 Jahre irgendwas gemacht. Wann haben wir denn angefangen? So, das war der 6. April 2016 in dem Fall. So, finde ich total praktisch. Also bei Jahren vielleicht nicht, das kann man sich ja noch im Kopf ausrechnen. Aber manchmal weiß man, das waren jetzt 123 Tage. Wann hat man gestartet? Zum Beispiel sehe ich, wenn ich meine virtuellen Maschinen starte, wie viele Tage sind die schon in Betrieb? Wann wurden die das letzte Mal neu gestartet? Und ich will wissen, wann habe ich denn das gemacht? Also wann habe ich denn den aufgesetzt, gestartet oder irgendwas? Warum auch immer man das braucht. Ist ja bei jedem anders. So, dann haben wir noch weitere, also haben wir hier sogenannte Konverter. Die sind auf jeden Fall super praktisch. Also Winkelberechnung kommt wahrscheinlich selten vor, aber zum Beispiel Bewährungen, das ist ganz cool. Und zwar hier unten wird im Prinzip der aktuelle Währungskurs, also der aktuelle in Europa gültige Währungskurs eingeblendet. Das kann natürlich dann bei der Bank ein bisschen differieren, weil sie ihre Gebühren draufhauen. Aber das ist der aktuelle Wechselkurs. Man kann das hier noch aktualisieren, aber im Prinzip ist es der aktuelle, wenn man das, den Rechner startet. Das heißt, hören wollen wir jetzt nicht, wir gehen mal einfach auf den Dollar. Den müssen wir natürlich hier ganz unten suchen, weil es ja der US-Dollar ist, also Vereinigte Staaten-Dollar. Und wir geben jetzt mal 1 Euro ein und dann sehen wir, dass der sofort umgerechnet wird. Das funktioniert im Prinzip in beide Richtungen. Wir gehen jetzt mal
auch noch mal auf den Donner und hier unten wäre es natürlich wieder Quatsch mit dem Donner, das heißt wir gehen hier auf Europa. Sie können ja auch mal eine Suche einbauen, also ich weiß nicht, warum die immer so sparen mit den Suchfeldern, ist doch bei den heutigen Funktionen gar kein Problem mehr. So sehen wir 0,89 Euro bekommen wir für einen Dollar. Ich weiß nicht, 1,12 war das erst. Quatsch. 1, ich muss mal löschen hier. 1,12. Genau, das war der Umrechnungskurs erst andersrum. Also eine ganz praktische Sache, wenn man ganz schnell mal die Währung, also zum Beispiel, wir fahren jetzt demnächst wieder ins Ausland in Urlaub und man weiß, man braucht so und so viel, weiß ich nicht, Kronen oder irgendwas und will sich das dann mal schnell ausrechnen, naja, wie viel Euro muss ich denn da mitnehmen, um an der Grenze vielleicht tauschen zu können, ungefähr. Also das wird dann wahrscheinlich in den Wechselstuben ein bisschen variieren. So. Volumen ist eine ganz praktische, ich weiß nicht, Teelöffel, wer misst das? Also das ist eine Gefühlssache, wahrscheinlich gibt es in USA größere Teelöffel als in Europa, keine Ahnung. Aber halt hier Kubikmeter in Liter zum Beispiel umzurechnen, ist natürlich totaler Schwachsinn in meinen Augen, weil man weiß, ein Kubikmeter sind 1000 Liter. 0,5 Kubikmeter sind halt 500 Liter. Aber man braucht es ja manchmal. Hier unten gibt es dann noch so ein paar andere Angaben, die lustig sind. Also zum Beispiel, wie viele Badewannen sind das? Kommt drauf an, wie groß die Badewanne ist. Also in meine Badewanne, da kriege ich auch vielleicht einen Kubikmeter rein, wenn ich sie voll lasse. So, es gibt auch kleine Badewannen, die haben halt vielleicht bis 150 Liter drin. So, war jetzt ein Spaß. Also ich tue keinen Kubikmeter vorpumpen, um mal zu baden. Es gibt aber dann auch noch andere Angaben, die nicht so, sag ich mal, gängig sind, also Kubikfuß, Kubikzoll, also Zoll und Fuß sind bei uns nicht üblich in oder Gallonen in USA. Ganz oft, wenn man zum Beispiel international von Öllieferungen hört, dann werden ja Gallonen angegeben. Das heißt, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Gallone und man will jetzt wissen, hat sich mein Rechner verabschiedet. Das ist ja auch mal ganz lustig. So, wir machen jetzt nochmal Gallonen. Und wir wollen zum Beispiel wissen, naja, wie viel Liter sind denn das? Da ist eine Gallone sind 3,7 Liter oder 3,78 Liter. Und es werden ja dann ganz oft in Millionenbeträgen an. So, also das heißt, wir könnten 16 Kaffeetassen trinken. So, dann gibt es noch eine andere Gallonenangabe, das ist die großbritannische, die weicht wieder ab. Das ist sehr lustig, muss man immer genau hinhören, ob das Gallonen Großbritannien oder Gallonen USA sind, aber in der Regel international werden die amerikanischen Gallonen angegeben. So, dann haben wir hier noch Längen. Das ist auch was ganz Interessantes, weil ganz oft hören wir ja die Angabe Zoll. Was ist denn ein Zoll? Und 2,54 Zentimeter. Das heißt, da kann man mal an dem Smartphone, an der Smartphone-Diagonale messen, ob denn die Angabe auch korrekt ist. Also das heißt, man hat ja die Abmaße, die man laut Datenblatt hat und dann kann man halt mal quer messen, wie viel Zentimeter sind das und ob denn die Maße und die Zollangabe das gleiche ist. Oder ist es nur das Display mit ganz dicken Rand zum Beispiel. Auf jeden Fall praktisch und genauso hört man ab und zu mal von Fuß und Yard, Meilen und Seemeilen. Unterscheiden sich ja auch. Also Meilen werden ja zum Beispiel in den USA für Längenangaben genommen. Auch die Geschwindigkeit werden ja nicht in KMH, das heißt nicht Kilometer pro Stunde angegeben, sondern in Meilen pro Stunde angegeben. Und die Seemeile, die variiert natürlich. Das ist natürlich jetzt, wir machen jetzt mal einen Kilometer dazu. Das ist ein bisschen praktischer. Das heißt, wir sehen, eine Seemeile ist 0,53 Kilometer. Nein, Quatsch, falsch.
Ein Kilometer ist 0,53 Seemeilen. Das heißt, wenn wir 10 Seemeilen pro Stunde fahren, sind wir viel schneller, als wenn wir 1 Kilometer oder 10 Kilometer pro Stunde fahren. So, und dann gibt es noch die Meilen. Da sehen wir, das variiert auch wieder ein bisschen. Sind sozusagen 1 Kilometer ist 0,62 Meilen. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier auf Meilen machen, und hier auf Kilometer, wenn jemand in den USA 100 km fährt, dann oder 100 Meilen pro Stunde fährt, dann fährt er 160 km. Das irritiert, wenn man manchmal so Videos sieht, wenn man die Tachoanzeige sieht und die Geschwindigkeit aus dem Cockpit des Fahrzeuges entspricht nicht dem, was man auf der Tachonadel sieht und man als Europäer denkt, das sind Kilometer pro Stunde. So, wir haben auch noch ein paar andere, also Gewicht und Maße ist ja alles das gleiche, dann also Pfund, Unzen, Tonnen, metrisch, man kann halt alles Mögliche umrechnen. Temperatur, das heißt Fahrenheit Celsius, also bei uns ist ja wird er benutzt Celsius als Temperaturangabe. In der Physik wird Kelvin ganz oft benutzt und oder auch sage ich mal im Weltraum oder bei vielen anderen wissenschaftlichen Sachen werden in der Regel Kelvin sag ich mal benutzt. Und Fahrenheit gibt es viele Länder auf der Erde, die Fahrenheit als Temperaturangabe nutzen. Das heißt, wenn wir 30 Grad im Sommer haben, gibt es in anderen Ländern 86 Fahrenheit. Okay, also muss ich jetzt eigentlich nicht weiter ausführen. Wir haben hier Fläche, Energie, also Joule zu Kalorien und keine Ahnung was. Und wir haben Zeitberechnungen, also Stunden und Minuten ist vielleicht noch nicht so, aber man will ja vielleicht Millisekunden und andere Sachen ausgegeben haben. Leistung, Kilowatt, Pferdestärken, also USA, es gibt noch nicht mal wieder keine deutschen Pferdestärken. Weiß ich nicht, ob das ein Unterschied ist. Also habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, ob PS in USA was anderes ist als PS in Deutschland. So, Daten, das ist immer eine ganz interessante Sache. Muss man immer aufpassen. Also es gibt ja diese Angabe. Das ist dann, wenn man zum Beispiel eine 3 TB Festplatte kauft und am Ende sind das aber nur 2,68 oder 2,73 also 2700 irgendwas Gigabyte. Man sieht das ja zum Beispiel hier. Ich habe hier verschiedene Laufwerke und allein dieses Laufwerk, das ist eine 180 GB SSD. Und 159 Gigabyte werden angezeigt. Das ist 0,93 im Umrechnen, was das Nutzbare ist. So, und das kommt durch die Differenz, wenn man mit Bit und Bytes rechnet. So, dann Druck, Atmosphäre, Bar und so weiter. Winkel, Grad zu Bogenmaß. Und das war es dann eigentlich schon. Es gibt noch eine kleine Info. Ja, Lizenzbestimmung, Datenbestimmung, Servicevertrag und so weiter. Aber ich denke, ich bin soweit durch und ich habe das mal kurz vorgestellt und ich hoffe, ich habe euch wieder mal geholfen. Abonniert bitte meinen Channel und im nächsten Video werde ich wieder irgendwas Interessantes behandeln. Also, ich wünsche euch eine schöne nächste Woche. Und bis zum nächsten Video.